So Leute, was geht ab? Ich möchte einfach mal über das Leben ein bisschen reden und vielleicht auch über den Sinn des Lebens, was ja bei jedem anders aussehen kann. Ich möchte auch vielleicht auch ein paar Storys erzählen über ein paar Menschen. Ich habe echt gerade ein bisschen mehr mit der Kamera, weil das will irgendwie nicht richtig anzoomen. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, wo fangen wir jetzt an bei diesem Thema? Ich fange einfach mal kurz bei mir an. Ich bin ja zurzeit in einer Kita angestellt, wegen dem Zivildienst. Das ist der Ersatz für Militär. Und ja, in der Schweiz ist das halt obligatorisch. Und ich arbeite jetzt sozusagen als Kindererzieher. Und ja, das macht mir auf eine Art echt Spaß. Ich habe auch das große Glück, dass ich keine Windeln wechseln muss. Und an meinem ersten Arbeitstag war das auch teilweise echt krass. So, man muss sich vor allen Eltern gefühlt vorstellen. Die Kinder haben mich halt neu kennengelernt. Und auch die Mitarbeiter haben halt auch einen Eindruck von mir bekommen, beziehungsweise haben mich halt von ihnen vorgestellt. In dieser Zeit habe ich auch mit einigen Leuten geredet und was mir auch teilweise aufgefallen ist, viele von denen oder einige Mitarbeiter wollen irgendwann aufhören mit dem Job, weil es denen einfach zu eintönig wird. Einige haben Angst, dass sie irgendwann verblödern, weil sie halt immer dasselbe machen. Und das ist auch auf eine Art interessant, weil ich habe auch vor dem Zivildienst im Verkauf gearbeitet, beziehungsweise ich arbeite immer noch im Verkauf, manchmal am Samstag. Das heißt auch, dass ich teilweise 6 Arbeitstage in der Woche habe. Dann mache ich noch YouTube und Twitch-Livestreams. Und ich bin auch seit 5 Wochen erkältet, beziehungsweise in dieser Zeit war ich auch noch krank. Das ist so ein kleiner Nachteil, wenn man mit Kindern arbeitet, man wird schnell krank. Ja, da gab es auch Mitarbeiter, die teilweise schon seit 20 Jahren in diesem Beruf sind, im Verkauf halt, oder auch 30 Jahre oder 40 Jahre. Das ist auch auf eine Art interessant zu sehen, wie Leute halt ihr Leben führen wollen. Die einen bleiben die ganze Zeit im selben Beruf, die anderen wechseln ihren Beruf 10-mal oder so, oder wechseln ihre Arbeitsstelle 10-mal. Das ist echt auf eine Art interessant. Auch im Verkauf, dort wo ich arbeite, geht eine Mitarbeiterin jetzt weg zu einem anderen Beruf, oder beziehungsweise zu einer anderen Firma, weil sie dort mehr Geld verdient. Viele von euch gehen ja noch zur Schule und immer wieder, wenn ich auf Twitch über dieses Schulsystem rede, gibt es echt viele Leute, die nicht so zufrieden sind mit dem Schulsystem und ich sag's einfach mal so, man lernt in der Schule sehr viel, was man im späteren Leben nicht mehr braucht. Und wenn ich halt zurückdenke, habe ich mich halt echt lange sehr viel mit Geometrie beschäftigt in der Schule, obwohl ich halt heutzutage davon 99% gefühlt gar nicht mehr brauche. Ja, und irgendwie wird das jetzt einfach mal kurz erwähnen, und zwar, es hängt immer von den Gedanken ab, wie er halt zur Schule vorangeht. Die meisten haben nicht so viel Bock auf Schule und gehen halt auch teilweise mit einer Herangehensweise dorthin, wo man halt am Ende des Tages nicht so viel von der Schule mitnimmt, weil man einfach demotiviert ist, aber einige Lehrer unterrichten einfach sehr eintönig. Das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich würde sagen, es ist völlig normal, dass man am Ende des Tages sich denkt, hey, ich habe einfach gar keine Power mehr zuzuhören. Man sitzt so oft einfach in der Schule, der Lehrer labert so viel und man kann sich irgendwie nicht alles merken und ich denke, das ist da verständlich, dass irgendwann der Punkt angelangt ist, wo man sich nicht mehr so gut konzentrieren kann. So war es zumindest bei mir, dass irgendwann einfach bei mir zu Ende war. So, ich konnte mich nicht mehr wirklich konzentrieren. Der Lehrer hat einfach vorne gelabert, ich habe ihm eventuell Blickkontakt geschenkt, aber am Ende habe ich nichts mitgenommen, weil ich einfach quasi richtig müde war. Das war bei der Berufsschule so. YouTube war da auch ein bisschen schuld, weil ich halt da, ich war ein Monster, wenn es darum ging, YouTube und Berufsschule und Ausbildung. Ich war eine richtige Maschine. Wenn ich das so zurückblicke, ich war richtig aktiv. Und heutzutage bin ich auch noch aktiv, auch wenn ich die letzten Wochen nicht so aktiv war, weil ich halt öfters erkältet bzw. krank war. Aber ja, ich merke selber teilweise, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse. Ich schneide zum Beispiel ein Video, dann denke ich so, ja, schau mal wieder, was auf Discord abgeht. Okay, jetzt gehst du mal wieder auf YouTube und schaust ein paar Videos an. Und ich bin zurzeit jemand, der sich sehr schnell ablenken lässt, währenddessen er ein Video schneidet. Das ist ein bisschen doof so. Das war früher bei mir nicht so heftig der Fall. Und da war ich auch so richtig durchgezogen. Das war echt krass damals. Das war alles in der Ausbildung. Und Leute haben gedacht, ich wäre ein Vollzeit-YouTuber. Nee, bin ich auch heute nicht. Es gibt eh viele Leute, die ein falsches Bild haben über YouTuber oder generell über YouTube. Auch letztens wurde ich gefragt, ob man Geld verdient, wenn jemand dich auf YouTube abonniert. Nein, verdient damit kein Geld. Ein Abo auf YouTube dient einfach dazu, dass das Video bei euch dann in der Abo-Box erscheint, wenn YouTube das auch dann wirklich macht. Ich meine, YouTube ist dann nicht so treu, wenn es darum geht, Videos in der Abo-Box anzuzeigen. Dasselbe geht auch mit der YouTube-Glocke. Habe ich auch letztens im Stream erfahren, dass Leute gesagt haben, hä, du hast ein neues Video gebracht, okay, die Glocke hat es mir nicht angezeigt. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Irgendwann kommt dann in der Schule die Frage, hey, was willst du denn im Leben machen irgendwann als Job? Und viele Leute gehen dann irgendwas studieren und ja, dann gibt es halt Leute, die irgendwas studieren und vielleicht denken die sich dann, hey, das Studium, was ich mache, ist nicht meins, ich will etwas anderes studieren. Und dann studieren die etwas anderes und dann denken die sich auch, hey, das ist nicht meins, dann studiere ich wieder etwas anderes. Und dasselbe kann auch teilweise in der Schule der Fall sein,
was man hat. Vielleicht achtmal die Schule wiederholt und dann nochmal wiederholt. Ja, das kann auch passieren. Aber mach doch keinen Kopf draus. Es ist zwar natürlich auch schade, wenn man Dinge wiederholen muss, wenn man Dinge startet und am Ende die abbricht, aber mach doch keinen Kopf draus. Es gibt so viele Menschen, die da betroffen sind. Und es gibt sogar, glaube ich, einen recht bekannten Speaker, der sehr oft die Schule halt wiederholen musste und auch teilweise aus Schulen rausgeflogen ist. Und aus heutiger Sicht wurde aus ihm trotzdem etwas. Und zwar hat ein Speaker, der halt vor Leuten auf der Bühne auftritt. Ja, es ist halt kein Weltuntergang, wenn man teilweise die Schule nochmal machen muss oder Dinge abbricht. Es gibt sogar Leute, die im dritten Lehrjahr die Ausbildung abbrechen. Das heißt, sie haben dann 2 Jahre eine Ausbildung gemacht und dann das Ganze im dritten Jahr abgebrochen. Und es gibt auch Leute, die sehr viele Ausbildungen anfangen und dann die abbrechen. Ich kenne auch jemanden, der ist 25, hat noch gar keine Ausbildung abgeschlossen und macht jetzt eine Ausbildung. Es kann nicht immer bei jedem richtig rundklappen. Das ist halt so. Und am Ende, wenn es darauf ankommt, einen Job zu finden, finden die immer etwas. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber natürlich will man auch einen Job finden oder haben, der einem auch liegt. Und das ist auch so ein Ding, es gibt so viele Leute, die einfach einen Job ausführen, den sie nicht bürgern, aber der halt viel Geld einbringt. Ich selber sage, oder meine Meinung ist halt, dass man unbedingt einen Job machen sollte, der einem Spaß macht. Auch wenn ihr dafür nicht mega viel verdient, wie bei anderen Jobs, macht einfach einen Job, der auch liegt. Es ist sehr wichtig, er verbringt so viel Zeit, oder die meisten verbringen so viel Zeit auch mit der Arbeit. Ja, macht einfach einen Job, der auch danach liegt. So seid ihr irgendwelche Menschen, die so oft schlechte Laune haben und eine traurige Miene schieben und einfach öfters sehr gereizt dann nach Hause ankommt. Das ist nicht so toll so. Also bitte achtet darauf, dass ihr einen Job macht, der auch Spaß macht. Und hört nicht auf andere Leute. Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Eltern ihre Kinder dafür zwingen, einen bestimmten Job auszuführen. Bitte macht den Job, den ihr machen wollt. Und nicht einen Job, wo auch andere Leute sagen, dass ihr den machen sollt. Das ist euer Leben. Ich sollte darauf achten, dass ihr glücklich seid und nicht, dass ihr in diesem Moment andere Leute glücklich macht und ihr dann selber unglücklich seid deswegen. Das ist sehr wichtig. Ich selber habe ja dann damals im Verkauf 70% gearbeitet. Jetzt bin ich halt inzwischen 100% angestellt. Ein Sinn im Leben ist es für mich auch, mit Freunden was zu unternehmen. Auch wenn ich da dieses Jahr so kurz komme, das ist der Wahnsinn. Also da an alle Leute, die sich denken, hey, was wird geil mit los? Gerade auch ein paar Zuschauer haben auch gesagt, komm mal wieder auf Discord. Und ich so, hey, ich habe so wenig Zeit teilweise und bin auch öfters krank gewesen oder erkältet gewesen und hatte teilweise einfach gar keine Kraft mehr nach der Arbeit. Manchmal gibt es einfach im Leben Momente, wo man sehr viel zu tun hat und kaum Zeit hat für andere Menschen und auch vielleicht kaum Zeit hat für sich selber. Und vielleicht will man auch irgendwelche Ziele erreichen, muss aber sehr lange warten. Ich glaube, das hat jeder Mensch solche Phasen, dass er unbedingt ein Ziel hat, aber er weiß, er muss dafür einfach lange warten. Und mir geht das teilweise so, aber ich lebe damit und ich denke, vielen von euch geht es ja auch so. Ein Punkt, weshalb ich Twitch und YouTube liebe, ist einfach der Punkt, es gibt mir einen Sinn im Leben. Das muss ich einfach mal so sagen. YouTube und Twitch geben mir einen Sinn im Leben. Ich mache hier etwas Gutes. Einige Privatnachrichten oder halt generell Kommentare haben mir schon öfter gezeigt, dass ich halt Leuten schon auch teilweise mit den Themenvideos zum Nachdenken angeregt habe, die motiviert habe. Auch wenn es nicht mega, mega viele Menschen sind, habe ich bisher trotzdem Leuten im Leben geholfen und denen was Gutes getan. Das ist für mich so ein Ziel im Leben, ja, etwas Positives in der Welt zu hinterlassen. Und ich denke, das wollen viele, oder? Ja, man macht auch auf eine Art vielleicht wichtig sein für andere Menschen. Viele oder einige Leute haben halt auch vor, eine Familie zu gründen, um halt dann etwas Positives in der Welt zurückzulassen, Fußspuren zu hinterlassen auf diese Welt, und zwar in diesem Moment halt ein Kind, was man großgezogen hat. Ich weiß auch, dass viele Leute von euch auch Hobbys haben und vielleicht auch daraus mehr machen wollen. Ich staune auch teilweise, wie viele Leute Musik machen in ihrer Freizeit oder irgendwie ein Musikinstrument spielen. Ja, das ist echt cool. Macht was daraus. Es ist cool, dass ihr ein Hobby habt und vielleicht kann ja auch daraus mehr werden. Es gibt auch im Leben Menschen, die nicht wissen, was in ihrem Leben anfangen, sind sehr oft depressiv, haben in ihren Augen gefühlt nichts erreicht, sie leiden halt an Depressionen, sind vielleicht auch ein bisschen übergewichtig, ernähren sich halt teilweise richtig schlecht, sind deswegen auch immer müde. Und es hat teilweise so einen Teufelskreis, also Menschen, die überhaupt sich selber nicht mögen, eventuell auch kaum Freunde haben und sonst vielleicht auch Probleme in der Familie haben. Ja, einfach so Menschen, die von sich selber nichts halten und vielleicht auch irgendwie einfach nicht wissen, was mit ihrem Leben anfangen und sind einfach, fühlen sich so wertlos im Leben. Also da gibt es auch einige Leute, da muss ich einfach sagen, hört auf, euch so schlecht oder niederzureden. Es gibt immer Hoffnung, aber es ist natürlich auch schwer, aus so einem Teufelskreis rauszukommen. Ihr habt echt eine starke Persönlichkeit, wenn ihr irgendwie da rauskommt und vielleicht könnt ihr auch irgendwie nach Optionen suchen, die euch dabei helfen, dass euer Leben vielleicht besser wird. Wenn zum Beispiel zu Hause nur die ganze Zeit gestritten wird, also da kann ich auch ein Beispiel, dass der Vater Alkoholiker war schon die ganze Zeit und die Mutter war halt normal und der Sohn war halt auch normal. Ja, der Vater hat auch
beobachterweise das Kind geschlagen und die haben dann beschlossen, die Mutter und das Kind auszuziehen, um halt vor dem Vater zu flüchten, weil da war jede Hilfe schon zu spät und man hat schon so vieles probiert, aber irgendwie hat gar nichts geholfen und da musste man auch den Schlussstrich ziehen, hey, vom Vater wegzuziehen. Also die Mutter und der Sohn sind dann weggezogen und haben dann ein neues Leben angefangen. Ja, jeder Mensch hat so eine Story zu erzählen und wenn es auch gut geht, dann schätzt es sehr wert. Falls auch irgendwie eine Person wichtig ist, so richtig wichtig, dann sagt es mal der Person. Was ihr irgendwie wichtig findet, zum Beispiel wenn ihr jetzt noch zu Hause wohnt und eure Eltern so viel für euch machen, geht mal vielleicht zu eurer Mutter oder zu eurem Vater und sagt einfach denen mal, hey, vielen Dank, dass du öfters vielleicht den Haushalt machst für uns, dass du für uns arbeiten gehst, dass du für uns immer warm kochst, dass du vielleicht die Wäsche für mich machst, je nachdem, was aber zu der Fall ist. Da wird eure Mutter oder euer Vater sich mega freuen, wenn ihr die mal für irgendwas lobt oder sonst irgendeine Person, die euch sehr am Herzen liegt. Macht das mal, denn nettes Feedback aus dem heiteren Himmel, womit die Person nicht rechnet, kann teilweise einen Tag einfach für die Person besser machen oder sogar die Laune von einer Person für mehrere Tage besser machen. Hat das doch gerne mal. Vielleicht auch jetzt passiert das Video und dann lobt man eine Person, die auch sehr am Herzen liegt. Und da könnt ihr das vielleicht mal machen und dann eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, in den Kommentaren schreiben. Das würde mich auch interessieren, wie dann eventuell die Reaktion war. Ihr wisst ja, Worte können einen sehr verletzen, aber auch einen sehr glücklich stimmen. Wenn es euch mal im Leben nicht so gut geht, aber auch Kopf hoch, das kann nicht immer gut laufen. Und es ist immer wichtig, wenn ihr etwas ändern wollt, dafür auch dann etwas zu tun. Von nichts kommt nichts. Das wäre jetzt ein Themenvideo, wo ich einfach über ein paar Themen geredet habe. Über das Leben. Es tut mir auch leid, falls die Themen ein bisschen zu random waren und ich vielleicht nicht über jeden Punkt so genau geredet habe. Aber ich hatte gar kein Script vor meiner Nase und wollte einfach mal ein bisschen über dieses Thema reden. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen. Man sieht sich dann eventuell im nächsten Video wieder. Also, tschüss Leute.